Einen wunderschönen guten Morgen aus Uganda wünsche ich euch. So, es ist jetzt 7 Uhr, Frühstückszeit, auf geht's. Und später geht's dann zu den Karamojas. Zuerst fahren wir zum Cattle Market und später am Nachmittag geht's dann ins Dorf. So, ich sitze jetzt hier beim Frühstück. Eine halbe Stunde muss ich warten. Um 7 habe ich es bestellt. Jetzt ist es 7.30 Uhr. Aber der erste Gang ist da. Es gibt Obstplatte und Juice und einen Kaffee aus der French Press. So, jetzt geht's gleich los. Wir gehen auf den Ochsenmarkt. Also besser gesagt, wir fahren auf den Ochsenmarkt. Da ist George, ein bisschen kamerascheu. Und wir haben auch einen Hund. Ja, jetzt warten wir noch auf Maria. Maria ist heute unser Guide. Und ja, ich bin schon ganz gespannt. Ich habe gerade mal gefragt, ich habe jetzt hier ganz viele Organisationen gesehen, zum Beispiel UNICEF, Welthungerhilfe, und die sind halt hier stationiert, um den Menschen zu helfen, um zu zeigen, wie man Pflanzen anbaut für Essen, um die jungen Leute zu unterrichten, wie man in einer Community lebt und ja, also mega viele Projekte hier in der Gegend. Wir sind erstmal tanken. Hier kann man einen Hocker kaufen an der Tankstelle. Schön. Schade, dass ich mit dem Flugzeug bin. So ein Hocker wäre doch nicht schlecht. So, da läuft jemand über die Straße. Geil. Hallo. So, wir fahren jetzt wieder los, weil die sind noch nicht bereit für ihren Markt. Wir fahren jetzt erst ins Dorf und nach dem Dorf kommen wir noch mal her und schauen uns den Markt an. So, da ist Maria und da ist unser Auto. Wir gehen jetzt hier in eines dieser Dörfer. Das sind die Toiletten hier. Diese Maschine steht vor dem Dorf. Sie ist fürs Getreide. Allerdings müssen die Karamajong die Nutzung bezahlen. People and animals. This is why, like, that is what we use for closing. Mm-hmm. When you enter, you close and you get these sticks here. Then you attach them like this across and you close the gateway. Das ist der Haupteingang. This is a small gate that enters in someone's home. And this is a whole fence.
Das ist der kleine Bereich einer Familie. Das Haus wird von Frauen gebaut. Der Eingang ist so klein, dass man sich bücken muss und es schwer fällt, dort hineinzukommen und man nicht ganz schnell überfallen werden kann. But when it's like this, it means someone is not inside. Ah, okay. It means the people have gone maybe to the gardens or they have gone to the market. Yeah, something like that. This is a small kraal in the middle of the village. Das ist ein kleines Kral in der Mitte vom Dorf. Hier sind normalerweise die Kühe und die Ziegen, allerdings sind die jetzt auf der Weide. Ejoka. Ejoka ist die Begrüßung der Karamajong. This is for making beer? This is for making beer. This is like yeast. When they are making beer, they pour. Also sie machen jetzt die Zutaten für ihr lokales Bier hier. They grind to get tobacco. Tobacco, Yeah, like for sneezy, like for sniffing. Yeah, the Karamajongs do. But if you're not used to it, you sneeze. Do you want to try? No. You can try it. Oh my God, I don't want to sneeze right now. Maybe she can do it. Yeah. Die Dame zeigt mir jetzt, wie es geschnupft wird. Es ist kein Marihuana, es ist Tabak. It's not Marihuana. It's not Marihuana. No. Oh. This is Tobacco. Tobacco. Tobacco, yeah. Okay. Like where we keep the food for the next season. Like maybe die Vorratskammer. You grow the food now. Okay, you asked me what do men do? Yeah. This is the only thing men can. Ah, okay. This is the only thing men can do. Und ich habe gefragt, was machen die Männer? Dann hat sie gesagt, die liegen hier faul unterm Baum oder also es gibt wenige Jobs für Männer. Und jetzt hat sie mir gerade gesagt, dass das die Männer vorbereiten hier. Hallo. Dieser junge Mann ist gelähmt geboren. Die Eltern waren zum Markt und die restlichen Dorfbewohner kümmern sich. Er ist in der Zwischenzeit in die Sonne gekrabbelt und Maria hilft ihm hoch und setzt ihn in seinen Reifen zurück. This is the Karamajong living room. This is where when our visitors come. Like, you enter like this. Yeah. Yeah. Entengang. Yes. In Germany we say Entengang. Entengang? Ja. Okay. So, jetzt machen wir wieder Entengang aus dem Wohnzimmer heraus. Ich werde hier schon erwartet. Okay. Ja. So, wir gehen jetzt in ein Karamajong-Haus. This is the Karamajong house. Ja. You can just take a look at it. Da ist die Küche. It is disorganized, but so. This is for sleeping. This is for sleeping, but they have not yet worked on it. This is the skin of the cow. This is the skin of the cow, and they use it for sleeping in Karamoja. Okay. Also das Haus hier hat eine Frau gebaut, und zwar in 2 bis 3 Tagen. Und diese Haut ist von einer Kuh zum Schlafen. Und es ist richtig kühl hier in diesem Haus. Ich habe gerade noch mal gefragt, das Geld, was ich hier bezahle, kommt der Community zugute. Also es ist für einen guten Zweck, weil es ist echt teuer gewesen, einfach für eine halbe Stunde hier $45, aber das bezahle ich natürlich gern. That is the house of the mother to this girl. This is a girl who is married, but not yet fully married. Like she's half married, she's not fully paid. Okay. So if you're not fully paid, this is what happens. You stay in your mother's compound, but there's a difference.
they have to fence here a little bit so that your mother doesn't see what happens in where in your home. And another thing, your husband doesn't have to come like when the mother-in-law is seeing. He has to come maybe late at night, like maybe at around 10 when everyone is sleeping, or maybe 9 there. That's when the man has to come here. Then again, leave very early in the morning, like at around 5, 6 there, when the mother is still sleeping. Men marry more than more than 10 women. Oh, yeah, 10 women. More than 10 women, yeah. It's like, okay, if you have very many cows, yes, you can marry as very many wives as you want. Okay. So that's why here in Karamoja, marrying very many women is not a problem. Okay. So long as you're rich, you can marry any woman you feel like. A joker. She's called Lomongin. Lomoning? Lomongin. Lomoning? Lomongin. It's difficult. It's difficult to say? Yeah. It's lo. Lo. Mo. Mo. Nin. 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 Yeah, nin. Nin. Yeah. Lomonin. Lomongin. Sie heißt Lomonin. Chi? Kan karngai? Hmm? I think 3. Maybe. I think she doesn't know her age. She doesn't know her age well. Ejoka. 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 So now, I want to show you like a married woman. Okay. Like a really fully married woman has to be putting on this necklace. Ah. A metallic necklace. If you're putting on a metallic necklace, it means you're married with 100 cows. Oh, wow. 100 cows, and one cow is worth 1.5, something like that, Ugandan money. Okay. That means maybe your husband is really rich to pay you off like 100 cows, to pay you 100 cows. That is your house. Jetzt zeigen Sie mir Ihr local beer. Sie lachen vorher schon? Ja, Mann. Should I taste it? Ja, sure. Oh, okay. Das ist ein Dacher, ja. Er lacht schon. How is it? It's okay. It's like Nile. Have you ever tasted the Nile? No. Do you drink? You don't drink? I don't drink alcohol. This is alcohol. Yeah, I know. Das Bier ist hier in Kanister und es wird aus Mais gemacht. Sie haben sich gefreut, dass ich das Gesicht verzogen habe. That's our traditional Karamoja dance. Wer am höchsten springt, hat die besten Chancen, verheiratet zu werden. Ja, das waren die traditionellen Tänze. Und ich habe natürlich gefragt, wie das hier ist mit Bigamie. Also jeder Mann kann so viele Frauen heiraten, wie reich er ist. Und ja, die armen Männer haben 1-2 Frauen und die besonders reichen Männer haben ca. 20 Frauen. Ja.
Wenn Mann und Frau heiraten, wird verhandelt, wie viele Kühe es kostet. Und es ist nicht ratsam, sich scheiden zu lassen, dann müssen die Kühe alle zurückgegeben werden. Egal, ob einige der Kühe gestorben sind oder nicht, die Anzahl der Kühe muss zurückgegeben werden. Die traditionellen Tänze werden morgens und abends durchgeführt und die Hochzeit, die wird vom Stammesältesten und von den Eltern zeremoniert. Umso höher man springen kann, umso eher hat man die Chance, verheiratet zu werden und einen Mann zu finden. Dieser Schmuck um den Hals, der bedeutet, dass die Frau einen reichen Mann hat. Und zwar dieser doppellagige Metallschmuck. Hier ist auch nochmal eine Toilette, die scheint schon etwas älter zu sein. Die Toiletten sind alle außerhalb des Kraals. Coolen Stuhl hat er. Jetzt auf dem Markt. Es ist heute nicht so viel los, sie hat sich schon entschuldigt, aber ein bisschen können wir trotzdem sehen.